Kapitel 28 Jahwe sagte zu Mose: Befiehl den Israeliten, darauf zu achten, mir meine Opfergaben zur festgesetzten Zeit zu bringen, meine Speise als Feueropfer zum angenehmen Geruch. Sag zu ihnen: Das Feueropfer, das ihr Jahwe bringen sollt, besteht täglich aus zwei makellosen einjährigen Lämmern als regelmäßiges Brandopfer. Das erste Lamm sollst du am Morgen bringen und das andere am späten Nachmittag. Dazu kommen als Speisopfer jeweils 2 Liter Gefäße voll Feinmehl, das mit einem knappen Liter Öl aus zerstoßenen Oliven vermengt ist. Das ist das ständige Brandopfer, wie es zum ersten Mal am Berg Sinai dargebracht wurde. Es ist ein Feueropfer für Jahwe zum angenehmen Geruch. Das dazugehörige Trankopfer, ein knapper Liter Wein je Lamm. Dieses berauschende Getränk sollst du im Heiligtum für Jahwe ausgießen. Das zweite Lamm sollst du am späten Nachmittag zurichten. Mit dem gleichen Speisopfer wie am Morgen und dem dazugehörenden Trankopfer sollst du es bringen als Feueropfer angenehmen Geruchs für Jahwe. Am Sabbat bringe 2 einjährige makellose Lämmer, dazu als Speisopfer 4,5 Liter Feinmehl, das mit Öl vermengt ist, und das dazugehörende Trankopfer. Es ist das Sabbatbrandopfer, das an jedem Sabbat zusätzlich zum ständigen Brandopfer und dem dazugehörenden Trankopfer gebracht werden soll. Am Anfang jeden Monats sollt ihr Jahwe ein Brandopfer bringen: 2 junge Stiere, einen Schafbock und 7 makellose, einjährige Lämmer. Zu jedem Stier gehören als Speisopfer 6,5 Liter mit Öl vermengtem Feinmehl und zu jedem Schafbock 4,5 Liter. Auch zu jedem Lamm gehören als Speisopfer 2 Liter mit Öl vermengtem Feinmehl. Es ist ein Brandopfer zum angenehmen Geruch, ein Feueropfer für Jahwe. Dazu kommen noch die Trankopfer. Zum Stier gehören knapp 2 Liter Wein, zum Schafbock 1 guter Liter und zum Lamm 1 knapper Liter. Das ist das Brandopfer an jedem Neumondstag des Jahres. Zusätzlich zum regelmäßigen Brand- und Trankopfer soll Jahwe ein Ziegenbock als Sündopfer gebracht werden. Am 14. des ersten Monats ist Passa für Jahwe. Am 15. Tag dieses Monats ist ein Fest. 7 Tage lang sollt ihr ungesäuerte Brotfladen essen. Am 1. Tag sollt ihr euch zu einem heiligen Fest versammeln. Da muss jede Arbeit ruhen. Ihr sollt ein Feueropfer bringen, ein Brandopfer für Jahwe. 2 junge Stiere, einen Schafbock und 7 einjährige, makellose Lämmer. Dazu als Speisopfer mit Öl vermengtes Feinmehl. 6,5 Liter für einen Stier und 4,5 Liter für einen Schafbock. Und für jedes der 7 Lämmer 2 Liter. Dazu kommt noch ein Ziegenbock als Sündopfer, um Sühne für euch zu erwirken. Diese Opfer sollen zusätzlich zu den normalen Brandopfern am Morgen gebracht werden. Dieselben Opfer sollt ihr jeden Tag 7 Tage lang bringen, als eine Feueropferspeise zum angenehmen Geruch für Jahwe. Das soll zusätzlich zu dem regelmäßigen Brandopfer und den dazugehörenden Trankopfern dargebracht werden. Am 7. Tag sollt ihr euch zu einem heiligen Fest versammeln. Da muss jede Arbeit ruhen.
am Tag der Erstlingsfrüchte, wenn ihr Jahwe ein neues Speisopfer bringt, an eurem Wochenfest, sollt ihr zu einer heiligen Versammlung zusammenkommen. Da muß jede Arbeit ruhen. Ihr sollt zum angenehmen Geruch für Jahwe ein Brandopfer bringen. 2 junge Stiere, einen Schafbock, 7 einjährige Lämmer und das dazugehörige Speisopfer. Mit Öl vermengtes Feinmehl. 6,5 Liter zu jedem Stier, 4,5 Liter zu jedem Schafbock und je 2 Liter für jedes der 7 Lämmer. Dazu kommt noch ein Ziegenbock, um Sühne für euch zu erwirken. Das soll zusätzlich zu dem regelmäßigen Brandopfer und den dazugehörenden Speisopfern mit den Trankopfern dargebracht werden. Alles soll makellos sein.